sitzen heute hier am BMW-Werk Leipzig. Heute ist der Warnstreik zur Tarifrunde 2021. Wir machen hier das erste Mal in der Geschichte von unserem Werk ein Autokorso. Bei Siemens, ich habe einen Aufschlag gemacht und wir setzen jetzt die Welle bei den großen Automobilherstellern in der Region fort. Wir rechnen so mit 500 bis 1000 Fahrzeugen. Für 4% mehr eine Runde im Verkehr. Wir fahren eine Runde theoretisch um das Werk. Mit dem tariflichen Angleichungsgeld verbinden wir natürlich die Hoffnung, wenn wir uns dort durchsetzen, dass wir auch, so wie wir es beim T-Zug geschafft haben, also auch Entgeltbestandteile umwandeln können in kürzere Arbeitszeitmodelle. Der 10. März 2021. Wir streamen hier. Dann ist das eine Einwahl, eine Telefonkonferenz, eine riesengroße, dass jeder im Auto über seine Freisprecheinrichtung das mitverfolgen kann. Über die Möglichkeit, dass man sich über die Handys einwählt, können wir uns zuschalten, also von hier aus die Kundgebung in die Autos, die so reinfunken. Wir sind auf mehrere Wellen vorbereitet und wenn es notwendig ist, wenn sich am Verhandlungstisch nichts bewegt, sind wir auch bereit, den Druck zu verschärfen und noch eine Schippe draufzulegen.